Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Evil Dynasty. Wir haben letzte Folge, nachdem wir es verpeilt hatten, den Henker bestohlen, weil, ja, sind eingebrochen und haben aus Versehen den Ring liegen gelassen, deswegen sind wir jetzt hier und hatten den, mussten nochmal zurück. Wir haben uns mit dem Schneider geprügelt, was natürlich auch nicht unbedingt so gut ist. Und wir haben es morgens und ich will meinen Hund zurück. Aber ich glaube, den kriege ich nur von Theresa zurück. Und die pennt, glaube ich, noch. Oder gibst du mir meinen Hund zurück? Gelobt sei Jesus Christus. Aber erstmal machen wir die Quest fertig. Jo. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, dem man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Gohelnitz zu Wojcik, dem Müller. Okay. Er hat Arbeit für dich. Ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Was? Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Du würdest mir gestohlene Ware abkaufen? Ich komme bestimmt irgendwann auf dein Angebot zurück. Nicht irgendwann. Bis später. Sobald ich alles aus der Kiste habe, was gestohlen ist. Alles andere könnte man ja drin. Ich weiß gar nicht, kann in der Kiste so viel drin liegen, wie ich will? Ist ja mein Inventar. Ich glaube schon, ne? Gucken wir Waffen. Du müsstest gestohlen sein. Dich will ich wieso loswerden? Die moderne Sachen. Bunthaube. Ich würde das sogar behalten. Okay. Den Knüppel würde ich, also den Knüppel verkaufen wir natürlich. Also ohne Wenn und Aber. Bei der Kleidung, da sollte ich erstmal welche anlegen. Hier Met verkaufen wir, Retterschnaps. Können wir eigentlich die beiden ablegen und mit denen dann speichern. Ja, ist perfekt eigentlich, ne? Das ist der Ring. Hier haben wir nämlich noch was Gestohlenes. Ja, dadurch, dass das nicht wiegt, können wir den noch mal mit uns mitschleppen. Der Verband, das ist halt so, wo ich mir so denke, den sollte ich auf jeden Fall verkaufen, deswegen legen wir dich ab. Verkaufen wir erstmal. Müller? Da ist der Hund. Wo der Hund ist, ist der Müller nicht weit. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aber nur so ein bisschen. Mal sehen, was wir da machen können. Mach's gut. So, nur so a little bit abhanden gekommen sind. Also, und den will ich auch verkaufen. Das, ja, wir müssen das Schwert verkaufen. Auch wenn es 45 hat. Das ist genial. Aber ja, es bringt nichts. So, die Edelsachen, natürlich. Ja. Bunthaube. Ja, komm, verkaufen wir. Weil wir haben eine gepolsterte Bunthaube. Ich glaube, das mit dieser Bunthaube ist nicht auf die Farbe, sondern so, wie es gebunden ist. Na? So, Nahrung. Ja. Nee, den würde ich ja benutzen. Ich hoffe... Deutet das, weil das ja markiert ist, dass man mich damit erwischen kann? Ich bin mir halt nicht sicher. Okay. Eigentlich ist auf der Retterschnaps alles okay, ne? Questgegenstand? Nee, Warenkorb. Wir feilschen mal. Wie viel haben wir denn? 453. Lass uns über den Preis sprechen. Ja, auf jeden Fall. Versuchen wir es. Also, machen wir 85 draus. Ich habe ein bisschen was, was ich dir gebe. Wieso ist das genug? Ich fast einschlagen. Oh, fast ist gut. Er ist uns entgegengekommen. Wir kommen ihm auch entgegen. Aber gerade mal beim Viertel, also da können wir ja. Nicey! Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob. So, ich möchte üben. Schloss knacken. Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich.
Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Okay. Ist das nicht etwas viel? Trotzdem ein bisschen. Auf 50 würde ich mich ein... Was? Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Einverstanden. Hör gut zu. Okay. Neue Spezialpunkt bei Schlösserknacken bekommen. Perfekt. Wir reden weiter, wir haben ja Geld. Also warum sollten wir nicht... Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Selbstverständlich. Ich möchte Anfänger? Die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja. Ihr Feilchen. Ist das etwas viel? Zufrieden? Ne? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Einverstanden. Hör gut zu. Jeden Groschen, den wir sparen, sparen wir. Du hast verbessert Taschendiebstahl. So, können wir noch mehr üben? Schlösser knacken? Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Oder müssen wir erst auf Stufe 5 kommen? Selbstverständlich. Erfordert Stufe 5. Ich möchte über die... Willst du nicht zuerst die... Ah, okay. Ich denke darüber nach. Wir müssen also erstmal auf 5 kommen. Bei allem. So, also, das bedeutet Schlösser knacken, wo ist ein Taschendiebstahl? Ist ja gerade mal auf 1. Eieieiei. Aber Schlösser knacken ist hoch, das ist gut. So, Schlösser, was haben wir denn da an Informationen? Stufe 3, okay. Die übergeordnete Fertigkeit für den... Was? Für nicht für den Kampf. Ich suche Schlösser. Nachdem du erfolgreich ein Schloss geknackt hast, besteht eine Chance, dass du das zu Bruch gegangene Dietriche wieder in dein Inventar landen. Okay, deine Dietriche sind stabiler und halten. Das ist wichtig. Die sind stabiler und halten länger. Mega wichtig. Okay. Gut, dann haben wir das auch. So. Teresa, steh auf. Ich schläf da. Was ist denn, wenn wir jetzt schlafen? Können wir eine Stunde schlafen? Dann sollst du ja wach sein, oder? Was? Das ist gleich 9 und sie ist immer noch nicht wach? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt, will mir Hundi zurückgehen. Wie hübsch du bist, Liebster. Was? Liebster? Ich würde gerne Köter wieder mitnehmen. Er ist von selbst zurückgekommen. Hast du ihm etwas getan? Nein. Du hast dich nicht um ihn gekümmert. Sehr wohl. Doch. Aber es wurde gefährlich. Und ich wollte nicht, dass ihm etwas passiert. Also habe ich ihn hierher zurückgeschickt. Richtig. Wo er sicher ist. Oh. Ich verstehe. Verzeih. Ich kann ihn jetzt wieder nehmen. Komm her, Köter. Feiner Hund. Oh, das war so dein Weg. Ist's echt. So, für dann. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ein Kommando. Hier, bei Fuß.
So. Ding, weil wenn er wenn ich ihn jagen, spätestens wenn ich ihn jagen schicken kann. Ne, Fertigkeiten hier, Hundeflüsterer. Das ist jetzt auf 2. Spätestens wenn ich ihn hier auf die Jagd schicken kann, was noch eine Stufe dauert. Spätestens dann kann ich ihn ja füttern lassen. 65 ist schon mal besser als vorher. Wir waren bei 63. So. Trotzdem ist hier. Wie ist es dir eigentlich in Scarlet ergangen? Ich meine, während des Angriffs und. Du weißt schon. Das ist eine lange Geschichte. Und keine schöne. Mhm. Sicher, dass du sie jetzt hören willst? Sicher. Also gut. Es war ein Tag wie jeder andere. Und ich tat, was ich jeden Tag zu tun pflegte. Ich stand vor den anderen auf. Es war ein schöner Morgen. Die Sonnenstrahlen waren gerade dabei, den nächtlichen Frost zu vertreiben. Wer ist denn da? Komm her. Und ein Windhauch trug den Geruch des Morgentaus und Frühlings zu mir. Na du? Oh ja, guter Junge. Ich wollte alles erledigen, bevor die anderen im Haus aufwachen. Und an diesem Morgen war ich besonders emsig. Wohlan, die Arbeit ruft. Was? Ich muss Spitzer und die Hühner füttern, das Unkraut jäten. Ich erledige das besser, bevor Vater aufsteht. Bin ich? Bin ich? Was? Ich bin sie? Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Jeder Unkraut. Machen wir erstmal. Obwohl das nicht wie Unkraut aussieht, aber okay. Wie viel Unkraut sollen wir denn hier jäten? Wahrscheinlich nicht alles. Also ich gehe davon aus, oder? Ja. Spitzer? Wo ist Spitzer? Den Spitzer. Aber ja, ich höre dich. Da bist du. Spitzer war ja ihr Hund, ne? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ich habe nur nichts. Das ist ja das Problem. Muss ich noch besorgen, ne? Entschuldigung, Spitzer. Muss Unkraut jäten. Tut mir leid. Das sollte reichen. Jetzt sieht der Garten wieder manierlich aus. Kräuterkunde bekommen? Warum meint sie... Nee? Okay. So. Ich muss Spitze ein Stück Fleisch bringen. Da wird er sich freuen. Da sind aber nur Äpfel drin, ne?
Ah. Spitzer. Was machst du? Bleibst du hier? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ja. Oh, was ist die letzte Aufgabe? Hühner für den. Hier für euch. Bock, 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 bock. Bitte sehr. Füllt eure Schnäbelchen. Okay. Oh, ihr Fadde. Bist du? Ja. Was ist nur los mit dir heute, Mädchen? So kenne ich dich gar nicht. Was? Theresa, komm her! Was gibt es denn, Vater? Hol die Nägel beim Schmied ab. Sie sollten fertig sein. Hier, das Geld. Jawohl. Gibt es sonst noch etwas zu tun? Nein, außer du willst noch beim Markt vorbeischauen und Vorräte kaufen. Ach, und weck vorher Samuel auf. Der Faulpelz lümmelt noch im Bett herum. Er sollte sich ein Beispiel an dir und Stibor nehmen. Euch muss man nicht unentwegt antreiben. Naja, immerhin taugt er mehr als dieser Nichtsnutz Bischek. Dieser tut nicht gut. Ein Gehilfe wie er ist sein Geld nicht wert. Dass ich ihn nicht schon längst rausgeworfen habe, verdankt er seinem Vater. Gott hab ihn selig. Ach, Vater, urteile nicht so streng über ihn. Du weißt doch, dass er es nie leicht hatte. Nicht nur er, Mädchen. Das entschuldigt nicht seine Faulheit. Auch er soll jetzt seinen Arsch zur Arbeit bewegen. Gut. Bischek und Samuel antreiben und Nägel holen. Ersteres wird nicht leicht. Glaube ich gern. Ach, und Theresa, sobald du dein Tagwerk vollbracht hast, habe ich eine kleine Überraschung. Mhm. Tatsächlich, Vater? Muss das unbedingt bis später warten? Neugier ist der Katze tot. Würde ich es sagen, wäre es keine Überraschung mehr. Oh, na schön. Aber wir sollen jemanden wecken. Der pennt doch bestimmt oben, oder? Und ich glaube, ich muss gleich wieder niesen. Oh, Mann, 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 Mann. Samuel, steh auf. Es ist schon hell und die Vögel singen. Ja, ja, ich bin schon wach. Iss einen Happen, bevor du zur Mine gehst. Jawohl, Mutter. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Scheint ein schöner Tag zu werden, was? Ich sollte am Teich Fische fangen. Du musst heute arbeiten. Ich weiß. Ich könnte nach dem Mittagessen abhauen. Das kannst du schön vergessen. Schließlich hat sich Wendel schon neulich über dich beschwert. Weil Tonda den Eimer abbekommen hat? Das war nur ein Unfall. Nicht der erste Unfall in deiner Gegenwart. Was bedeutet, wenn ich früher gehe, passiert auch niemandem etwas. Und der Fisch wird morgen auch unser Mittagessen. Du fauler Narr. Du machst am Teich doch eh nur ein Nickerchen. Das Einzige, was du fangen wirst, ist eine Backpfeife vom Vormann der Mine. Aber du bist ja kein Kind mehr und kannst das selbst mit Wendel klären. Mach ich doch immer. So, haben wir ihn auch aufgeweckt. Dann. Da bringen wir da. Okay. Ist das er? Ist Stibo. Schönen Tag. Wie geht es dir, Stibo? Brauchst du irgendetwas? Nein. Ich bin heute den ganzen Tag in der Mühle. Mehlsäcke schleppen und so. Am Nachmittag sehe ich dann nach der Fischreuse. Und am Abend haben Vater und ich dann etwas zu erledigen. Was denn? Ach, nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest, Schwester. Ah, geheime Müllers Angelegenheiten. Ja, so in der Art. Wo ist der denn?
Ja, ah. Der da. Vater sagt, du bist faul. Und am liebsten würde er dich hinauswerfen. Ach, warum sollte er? Er hätte dann nämlich nur noch Stibor. Und Stibor arbeitet sich auch nicht gerade den Rücken krumm. Hör zu, Bishek. Wenn mein Vater dich für einen Faulpelz hält, solltest du dir besser mehr Mühe geben. Ich sag dir das doch nur, um dir zu helfen. Oder willst du wirklich deine Arbeit verlieren? Bei euch dreht sich alles um die Schufterei, als wäre sie ein Segen des Himmels. Schon gut, ich mach mich an die Arbeit. Hauptsache, ich hab meine Ruhe. Das klingt schon besser. Und wird dein Schaden nicht sein. Wer essen will? Nee. Eine neue Hauptstufe bekommen? Was ist denn für eine neue Hauptstufe? Teresa hatte 3. Okay. Und Kräuterkunde hat Teresa auch hochbekommen, ne? Blumenkind hat sie. Wenn du genügend wohlriechende Kräuter im Inventar hast, erhältst du einen Bonus von 2 Punkten auf Charisma. Auch nicht schlecht. So, wir sollen in die Burg. Wo kommen wir da am besten rein? Wir sind hier. Da gibt es einen Weg. Der ist aber hinten rum. Wir gehen vorne rum, oder? Ich weiß auch nicht, ob der hintere Weg offen ist, muss ich ehrlich dazu sagen. Kann sie stehlen? Stimmt. Wie geht es dir, Teresa? Gut, gut, gut. Ach so, Fass? Okay. Du bist Spindeldürr vor lauter Not und Elend. Aber trotzdem ein aufgeblasener Pfau. Aber ich kann lesen und schreiben und meinen Grips benutzen. Und was soll dir das bringen? Lass sie labern, wir haben einen Auftrag. Aber bei uns kam Teresa ohne Hund. Hallo, die Damen und Herren. Es ist am Morgen. Ja, dir auch. War das nicht schon Nachmittag, als wir die Nägel geholt haben? Naja gut, ist halt die Erzählung jetzt, ne? Von ihr. Was ihr Tag war, etc. pp. Wir sind da, glaube ich, gar nicht rausgekommen, ne? Das Tor war zu. Der Köhler? Wo ist denn der Köhler? Können wir etwa auch spielen? Nö, wir könnten reden. Wollen wir ja nicht. Die Frage, wir haben es ja eigentlich morgens, ne? Also. Okay. Nichts vom Schmied zu sehen. Wo könnte er sein? Aha, okay, die Geschichte ist müh anders. Okay. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich soll für Vater Nägel holen. Aber in der Schmiede ist niemand. Ja, tut mir leid. Martin musste in die Burg, um mit Herrn Ratzig zu reden. Er schmiedet nämlich ein Schwert für ihn. Oh, verstehe. Und sind die Nägel für Vater fertig? Leider hat er es wegen des Schwerts nicht rechtzeitig geschafft. Ich muss dich auf morgen vertrösten, dann sind sie fertig. Ich sag es ihm am Abend nochmal. Gut, ich komme morgen wieder. Oh. Tu das, Liebes. Ach, übrigens, die Mädchen haben nach dir gesucht. Wer denn? Bianca und Johanka. Du könntest sie auf dem Weg nach Hause besuchen. Bestimmt führt ihr etwas im Schilde. Um was ging es denn? Weiß ich nicht, aber es schien wichtig zu sein. Insofern ging es vermutlich um Jungs. Daran ist doch nichts verwerflich, oder? Mhm. Du warst auch einmal jung und hast mit Jungs getanzt. Ach, und jetzt bin ich eine alte Vettel? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nur gescherzt, Mädchen. Ihr jungen Hüpfer sollt ruhig das Tanzbein schwingen.
Macht das Beste aus eurer Jugend. Denn ehe man sich's versieht, findet der Vater einen Ehemann und man muss sich um die Kinder kümmern. Hoffentlich nicht allzu bald. Danke fürs Bescheid sagen. Ich hole dann morgen die Nägel ab. Gern geschehen. Ach, und noch etwas, Theresa. Hast du Heinrich irgendwo gesehen? Wenn er seinem Vater mehr in der Schmiede helfen würde, wären die Nägel fertig. Ich habe ihn nicht gesehen. Bestimmt fuchtelt er wieder bei diesem Kampfmeister mit dem Schwert herum. Wenn er den Schmiedehammer so oft schwingen würde wie das Holzschwert, hätten wir genug Nägel. Okay, wir sollen also einmal zurückkehren und unterwegs können wir bei unseren Freundinnen vorbeischneien. Bianca war ja in der Schenke. Also wir gehen erstmal zu Bravo. In die Schenke. Ich würde mal gerne sehen, wie das von außen aussieht, wenn sie rennen. Gott schütze dich, Thea. Jo, dich auch. Thea wird sie genannt. Möge Gott dich behüten, Thea. Ah, Theresa wird also abgekürzt Thea immer hier genannt. Ah, da drüben bist du. Bianca, warum bist du denn schon so früh wach? Ach, Vater kommandiert mich von früh bis spät herum. Du kennst das ja. Ja, in der Tat. Schön, dass du hier bist. Du musst mir unbedingt helfen. Würdest du für mich bei Heinrich vorbeischauen? Er ist beim Schafpferch an der Palisade, wie immer. Ach, spielt er wieder mit dem Holzschwert herum? Er bereitet sich auf sein Leben als mächtiger Krieger vor. Immerhin kann er dich dann mit dem Holzschwert vor gemeinen Schurken beschützen. Ach ja, die kindischen Jungs. Hör zu, kannst du ihm ein Bier von mir bringen? Warum bringst du es ihm nicht? Wenn Vater das sieht, zieht er mir das Fell über die Ohren. Aber bei der Hitze braucht er doch was. Schon gut, ich bringe ihm das Bier. Hab Dank und sag ihm, dass das Bier von mir ist. Jeder weiß, dass das Bier in Scarlets von dir und deinem Vater ist. Du weißt, was ich meine. Ach, und Thea, komm zurück zu mir, wenn du ihm das Bier gebracht hast. Ich rede in der Zwischenzeit mit Vater. Wir müssen danach nämlich wohin? Ich erzähle dir später mehr darüber. Und jetzt geh, sonst wird das Bier warm. Okay, okay. Also wir erfahren jetzt wirklich Theresas Geschichte vor der... Also, das ist ja der Prolog, ne? Im Prinzip, den wir gehabt haben, bis wir in Rattigen dann waren. Oder Rattai, so, ne? Ach nee, wer ist Gott denn da? Gott sei mit dir, Heinrich. Und pass auf dich auf. Guten Tag, Theresa. Wir kommen aber nicht rein. Ah. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ach, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Nun, ich habe dich hier in der Hitze gesehen und dachte mir, dass du bestimmt durstig bist. Das ist wahr. Danke, dass du so aufmerksam bist. Ich werde es dir vergelten. Da freue ich mich schon drauf. Warum übst du denn heute alleine? Sonst ist da doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er... Vanjek. Und er ist kein Vagabund, sondern ein fahrender Kampfmeister. Nun, augenscheinlich kampfmeistert er heute woanders. Oder er schläft seinen Rausch von gestern aus. Nun ja, da ich keinen Gegner habe. Hättest du Lust auf ein bisschen Spaß? Also mit dem Schwert, meine ich. Ich kann's dir zeigen. Ich soll kämpfen? Klar, warum nicht? Okay, machen wir. So sei es, junger Edelmann. Aber sei gewarnt, mit dem Besen erwische ich eine Maus selbst im Dunkeln. Ich wusste doch, dass Kämpferblut in dir fließt. Dann mal los. Okay. Na los, Mädchen. Zeig mir, was in dir steckt. Wer den anderen zuerst 10-mal trifft, der hat gewonnen. Was, wenn ich dir wehtue? Ach, keine Sorge. Das stecke ich weg.
Na? Aua! So schlecht ist ein schönes Training, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich habe dich schon wieder. Hab schon wieder getroffen. Ah. Oh. Na? Sei nicht so schüchtern. Aha. Wie du willst. Heinrich, was machst du? So etwas schickt sich nicht als ehrbarer Ritter. Jetzt werde ich wohl oder übel um meine Ehre kämpfen müssen. Nimm das, du Schutzjäger! Geht es dir gut? Es ist nichts, alles gut. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du mir böse? Nein, natürlich nicht. Das war einfach dumm von mir. Das kommt davon, wenn man fromm Mädchen mir nichts, dir nichts auf den Afterballen schlägt. Afterballen? Nein, schon gut. Nur ein paar Splitter und Kratzer. Und ich wollte dir gar nicht... Du weißt schon. Nun zeig schon. Lass gut sein, es ist harmlos. Heinrich, du kennst den Spruch. Wer zum Schwert greift... Soll durch Splitter umkommen? Schon besser. Geil. Vergiss nicht, Bianca das Bier zu vergelten. Wow. Da haben wir wohl Theresa den Guten vermöbelt. Du, was lädt er denn jetzt so lange? Hä? Okay, gut. Aber wir werden an der Stelle jetzt hier für heute Feierabend machen. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelö! Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen.